nicht Angst vom deutschen Genrefilm und herzlich willkommen zu einer neuen Kritik. Und heute geht es passenderweise natürlich um German Angst. Den habe ich eine gewisse Zeit lang vor mir hergeschoben. Erstens, weil es ein Gesamtwerk ist, wo man wirklich Lust und Laune drauf haben muss. Das ist nicht einfach so ein Film, den man sich so einfach in den Player reinschiebt und sich dann gut 2 Stunden berieseln lässt, weil man jetzt einfach kurzweilig unterhalten werden will. German Angst stellt schon gewisse Ansprüche an die Zuschauer. Und es ist ein sehr ambitioniertes Projekt, was doch sehr interessante Kurzgeschichten beinhaltet, 3 an der Zahl. Jörg Buttgereit, Michael Korsakowski und Andreas Marschall haben sich hier zusammengetan und ich muss sagen, etwas sehr Spezielles, etwas sehr Besonderes, aber auch etwas sehr Unterhaltsames auf die Beine gestellt, was aber definitiv mehr in den Arthouse-Bereich abdriftet, was allerdings nicht so schlimm ist. Der Film war, seitdem er irgendwann in die Crowdfunding-Phase gegangen ist, also in die Finanzierungsphase gegangen ist, schon eigentlich überall in den Medien präsent gewesen, zumindest auf den Seiten, die sich vor allem mit Genrefilmen beschäftigen. Und natürlich war es fraglich, wie nun diese 3 Kurzgeschichten umgesetzt werden. Wie hoch das Budget an dieser Stelle ist, sagen wir es mal so, das Budget, was da zusammenkam, war sicherlich nicht exorbitant hoch, aber das, was man hier rausgeholt hat, oder wie diese 3 Kurzgeschichten daherkommen, muss ich sagen, ist es ein sehr hohes Niveau, was sich von dem entfernt, was man normalerweise unter deutscher Genrekost kennt, die sich irgendwo im Underground-Bereich abspielt, die vornehmlich im semi-professionellen oder im Amateurbereich zu finden ist, wo es meistens eigentlich nur Wald- und Wiesensplatter zu sehen gibt oder irgendwelche Torture-Porn-Sachen und so weiter und so fort, wo einem natürlich andere Namen einfallen, die vor allem dadurch bekannt sind, dass sie einen Film an den anderen reihen, aber keine sonderlich großartige Qualität an den Tag legen, weil es durch die Bank weg nur Schnellschüsse sind. Aber hier bei German Angst ist es doch anders, denn Jörg Buttgereit hat seit über 20 Jahren keinen Film mehr gedreht gehabt und hat sich hier erstmals wieder hinter die Kamera begeben. Und ja, ich muss sagen, mit seinen früheren Werken hatte ich immer so meine Probleme. Nekromantik hatte ich nach einer gut dreiviertel Stunde ausgemacht gehabt, weil es mir dann irgendwann zu blöd war oder so. Oder ich kam einfach nicht so damit klar, was der Film nun war oder worum es im Allgemeinen ging. Und es ist, sagt schon vieles aus. Korsakowski selber hat zuvor nur die Dokumentation Zero Killed inszeniert gehabt, in der viele Leute ihre Gewaltfantasien visualisieren durften, und Andreas Marschall, den kennt man ja nebenbei auch noch als Designer für diverse Musikcover, vor allem aus der Metal-Richtung, aber auch als Regisseur von Tears of Kali und Mask, der hier, muss ich sagen, definitiv die aufwendigste Episode gestaltet hat, und zwar Raune, die gut die Hälfte der Laufzeit dieses gut 111-minütigen Films einnimmt. Ja, der Film besteht aus den Segmenten Final Girl, Make a Wish und natürlich Raune, und ich muss sagen, Final Girl von Buttgereit hat mir sehr gut gefallen. Es war ein wirklich solider, gut gemachter Einstieg, wobei ich sagen muss, ist, dass sie oft Kommentare der Hauptfigur eines jungen Mädchens, wo ich sagen würde, so 15, 16, es geht um ein relativ heikles Thema, was sich irgendwann herausstellt, etwas stark sich etwas abgehackt wirken. Die Gestaltung selber, wie die Episode halt ausgekleidet wurde, mit sehr vielen ruhigen Bildkompositionen, mit sehr vielen Close-Ups, hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Sie baut eine sehr schöne Atmosphäre auf. Es geht ja auch teilweise um Isolation. Man fühlt sich selber als Zuschauer irgendwie isoliert mit diesen jungen Mädchen und dem, was dort passiert. Der Film bietet zumindest 2 Szenen, die schon ein bisschen, ja, ein bisschen derber daherkommen, die allerdings nie über eine bestimmte Grenze hinausspringen. Das Ganze hält sich noch vage den Rahmen. Die eine Szene ist schon schmerzhaftes Kopfkino und die andere hatte ich so definitiv nicht erwartet gehabt. Dann kommen wir zur Episode 2, und zwar ist das natürlich, Make a Wish, in der Korsakowski selber eigene Erfahrungen als Jugendlicher mit einarbeitet, mit Fremdenhass, als er damals von Polen nach Österreich gezogen ist. Muss ich sagen, eine sehr interessante Episode, die hin und wieder mal, wenn dann plötzlich diese Neonazis auf den Plan treten, ein bisschen von Overacting begleitet wird. Es geht hier um ein junges Pärchen,
ein polnisches Pärchen, beide sind taubstumm, die einfach nur ein bisschen Zeit miteinander verbringen wollen, aber dann in einer Lagerhalle, in einem leerstehenden Lagergebäude dann halt von diesen Neonazis überrascht werden und dann gequält werden. Und da gibt es noch gewisse andere Dinge, die mit reinspielen. Ich fand, diese Episode war sehr überraschend gefilmt. Sie war sehr roh, aber sie war dennoch sehr emotional. Von der ganzen Umsetzung her, und sie zeigt einmal mehr, dass Fremdenhass nicht nur in einem Land stattfindet, sondern dass es global ist, dass es einfach ein globales Problem ist, was stattfindet. Und das, finde ich, wurde richtig gut umgesetzt. Das hatte wirklich was. Also, das war eine Episode, die durchaus an die Nieren gegangen ist. Und dann natürlich die Finale-Episode Alraune von Marshall, die wirklich ein guter Abschluss war, die mir wirklich gut von der Visualität gefallen hat, vor allem da er hier das Ganze sehr expressionistisch ist, das Ganze man sehr als Schauergeschichte verstehen kann. Wenn man die gewissen Elemente der Geschichte sieht, sieht man natürlich, dass es hier auch um eine gewisse Form der sexuellen Angst geht. Vor allem um eine körperliche Angst. Und Alraune haut immer wieder Szenen, Momente raus, die ich in dieser Art und Weise nicht erwartet hätte. Er baut schon eine sehr prägnante Atmosphäre auf, wobei ich auch hier sagen muss, wie bei Final Girl, weniger bei Make-A-Wish, dass teilweise das Englisch, was sie da sprechen, wirklich sehr, manchmal sehr profan, sehr abgehackt, sehr stark sich so teilweise wirkte, ohne jetzt das Schauspiel der Darsteller irgendwo runterzumachen. Und im Gesamten ist German Angst ein Werk, was mich wirklich, wirklich, wirklich überrascht hat, was eine gewisse Faszination aufbaut, was sehr roh, aber auch sehr emotional, sehr poetisch ist und auch einen gewissen Tiefgang mit sich bringt und wirklich die komplette Bandbreite an dem Spektrum, was man von Genre-Unterhaltung im Allgemeinen kennt, wirklich gut abdeckt. In Final Girl sieht man auch bestimmte Elemente, die definitiv auch zum Slasher-Film gehören. Allein der Titel Final Girl bezieht sich ja immer auf die finale weibliche Person in den meisten Fällen, die sich dann natürlich dem Killer stellen muss. Nur dass das hier das Ganze ordentlich verdreht wird. Und daher kann ich auf der anderen Seite nicht verstehen, dass der Film beim ersten Mal, also zumindest ein oder zweimal ist er bei der FSK durch die Prüfung gefallen ist, so dermaßen an den abgeprallt ist. Der Film hat schon durchaus blutige Momente zu bieten, aber die sind weder aufgesetzt, sie sind weder plakativ, sie gehören in die Storys mit rein. Bei Make-A-Wish ist es sogar so, dass bei den Folterszenen das immer eine bestimmte Grenze erreicht wird, aber diese Episode immer einen Weg findet, quasi das Ganze noch so erträglich zu gestalten, dass einem nicht gleich das Essen hochkommt, aber man dennoch wirklich sehr mit den Figuren mitleidet und er sich nicht nur an der ganzen Pein, an dem ganzen Leid ergötzt, muss ich an dieser Stelle einfach mal so sagen. Deswegen kann ich es nicht verstehen. Es ist in erster Linie ein klassischer FSK 18-Kandidat, der durchaus seine derben Stellen hat. Es sind jetzt nicht allzu viele. Vor allem in der dritten Episode gab es eine Effektszene, die ich in dieser Form nicht erwartet hätte. Vor allem, da die meisten oder so gut wie alle Effekte in dem Film hier wirklich handgemacht sind. Ist auch schon mal ein großer Pluspunkt, genauso wie die musikalische Gestaltung und das Ganze drumherum. Natürlich das englische Voice-Over oder allgemein die englischen Dialoge, die gesprochen werden, weil hier wird auch nicht wirklich viel Deutsch geredet, obwohl es German Angst heißt. Das spricht natürlich dafür, dass man German Angst auch international vermarkten möchte und das dürfte ja sicherlich klappen, denn German Angst sticht für mich aus der Masse heraus. Ist eine wirklich richtig gut gemachte Kurzfilm-Anthologie, das ist wirklich reinrassig gut gemachtes Genre-Kino, was ich in dieser Form seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe, da ich mich in der Regel immer vor deutscher Genre-Unterhaltung sträube, ist in der Regel einfach so. Ich kann damit großartig nicht anfangen, weil man da immer weiß, dass die Machart dann doch nicht wirklich so gut ist. Aber hier haben die drei Regisseure wirklich das Maximalste, wirklich das Maximalste aus dem Budget rausgeholt, was sie zur Verfügung hatten, und das macht German Angst für mich zu einer wahren Überraschung, muss ich einfach so sagen, der wirklich gut gekonnt Thematiken auftritt und natürlich auch immer mal wieder es schafft, den Zuschauer so einen kleinen Wow-Effekt ja, zu verpassen, und man denkt sich vor der Kamera, okay, gut, ja, das ist, so hätte ich das nicht kommen sehen, und so war es auch
bei diesem Gesamtwerk, muss man einfach sagen. Man muss natürlich drauf stehen, denn German Angst ist vor allem Arthouse. Es ist Artsy-Fartsy, werden viele sagen, was vor allem mit den Kameraeinstellungen und dem Ganzen angeht, wie das Ganze arrangiert ist, aber das hat mir wirklich wunderbar gut gefallen. Und ich muss sagen, ich fühlte mich in gut 111 Minuten mit diesem Gesamtwerk wirklich wahnsinnig gut unterhalten. Und deswegen bekommt German Angst von mir auch wohlverdiente 9 von 10 Punkte. Besser als gedacht. Von der Umsetzung her, von der Gestaltung her und von dem Ganzen, was natürlich auch thematisch da transportiert wird. Ja, damit bin ich eigentlich durch. Mich würde interessieren natürlich, was ihr vom deutschen Genrefilm haltet. Ob ihr euch German Angst angucken werdet oder ob ihr es schon getan habt und wie euch das Gesamtwerk gefallen hat. Und nun ja, das war's mit der neuen Kritik. Ich bin erstmal raus und bis zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.